Guten Morgen. Ich bin schon wieder im Kopfschmerzmodus. Ich frage mich, ob es jeden Freitag so ist, weil letzten Freitag war es ja auch schon so. Nun gut, wir werden sehen. Ich habe jetzt noch eine weitere Therapeutin angeschrieben. Denn ich soll ja dieses tiefenpsychologische machen soll. Statt Verhaltenstherapie und die andere Therapeutin wäre halt Verhaltenstherapie, das, was ich halt schon immer gemacht habe. Ich glaube, das habe ich erzählt, oder? Dann habe ich auch eine gefunden, das sind mehrere, aber eine gefunden, wo es ganz gut klang, die auch eine Kassenzulassung hat. Das heißt, es wäre einfacher der Weg dorthin und auch, sie hat auch geschrieben, dass sie kurzfristig Termine frei hat. Gucken wir mal. Vielleicht ist das der richtige Weg. Die Gegend, wo sie arbeitet, wäre auch entspannt. Es wäre zwar etwas weiter weg, aber einer sehr, sehr schönen Gegend. Was natürlich nicht ausschlaggebend ist, aber ja, wenn man schon weit fahren muss, dann soll es auch eine schöne Gegend sein. Irgendwie war ich dieses Jahr schon mal. Und letztes Jahr war ich da in der Gegend auch schon mal. Bezeichnend vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, gucken wir mal. Man könnte es da halt mit dem Spaziergang irgendwie noch verbinden, habe ich überlegt. Gucken wir mal. Mal sehen, wie halt einem so ist. Nicht? Wenn ich jetzt zu früh bin oder sowas. Ja, wenn ich das denn da bekommen sollte. Ich schau mal. Probieren wir es aus. Mehr als schief gehen kann es nicht. Mehr als weitersuchen geht auch nicht. Das soll schon großartig passieren. Und mein Kopf. Ich habe schon Zitronenwasser neben mir stehen. Ich hoffe, dass das hilft. Kaffee jetzt noch nicht hinbekommen. Und wenn das nicht hilft, dass dann diesmal Akku sagte mir, hör auf von Kopfschmerzen zu plappern. Wir wollen eigentlich ja mal nicht mehr hören. Okay, es ist in Ordnung. Ich höre schon auf. Okay. Ich muss gleich noch einen Post fertig machen, weil ab heute ist Itabo dann vorbestellbar. Ich bin gespannt, was passiert. Ob was passiert. Ja, dann muss ich noch vorbereiten. Was zum Glück nicht allzu aufwendig sein dürfte. Gucken wir mal. Und habe ich aber erst beschlossen, wie gesagt, Wasser trinken und dann mein Wochenendbuch beginnen. Ich bin sehr gespannt auf Jean Sinclair. Das einzige Hardcover-Buch, was ich und so, was ich von ihm habe. Also was ich von Jean Sinclair, von Jason Dark, wie auch immer, habe. Der erste Fall, oder? John Sinclair, mein erster Fall. Ja. Lass ich mich jetzt mal reinfallen. Lese so ein, zwei Kapitel, je nachdem, wie lang sie sind. Trinke da mal ein Wässerchen. Werde dann den Post vorbereiten. Und dann habe ich noch, ich will echt eine To-Do-Liste machen, was ich alles zu tun habe heute, weil das ist eine Menge. Ich habe gegessen, so gut wie nichts gemacht habe. Dann muss ich mal gucken. Ich bin gerade nicht in der Lage für To-Do-Liste. Mein Kopf macht da gerade nicht mit. Wegen. Oh. Egal. Davon wollten wir nicht mehr reden. Also trinken, lesen und dann geht's los. Nach drei Seiten lesen. Wow. Habe ich beschlossen. Ich frühstücke erstmal. Das ist, sieht man hier ganz gut. Haferpumps mit Apfel und Pfirsich. Ich krieg gerade eine E-Mail von DPD. Mein Drache fliegt heute ein. Ich bekomme also heute Buchpost, die keinen Sub ankratzt. Aber endlich als gebundenes oder beziehungsweise als Printbuch bei mir einziehen darf. Nach Jahren. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich zeige es euch nachher, wenn es da ist. Und ich bin so mega gespannt. Ich freue mich. Das Problem ist, die hat noch was geändert ein bisschen. Ob ich es vielleicht doch noch mal irgendwann lesen werde. Ist vielleicht abzuwarten, aber ja. Erstmal ist es auf jeden Fall da. Was wird mich wahrscheinlich am Ende, wenn ich... Jetzt haben sie das Ende geändert, was ich nicht glaube. Ich habe noch nie so ein verstörendes Ende gelesen wie das. Oder ein zerstörendes Ende. Für mich nicht verstörend, sondern zerstörendes Ende. Aber gut. Ich lese jetzt erstmal hier, gucke dabei ein Video und warte auf meine Post. Das Problem ist nur, dass es genau in der Zeit kommen würde. Ah, nee, Blödsinn. Heute ist Freitag. Ich mache meine Runde um 12. Und jetzt hat sich nicht komplett verändert, weil es ist zwischen 13 und 14. Also 13.14 Uhr und 14.14 Uhr. Da wäre ich dann schon wieder hier. Das könnte klappen. Drück mir die Daumen. Heute scheinen die Kopfschmerzen zu helfen, zumindest im Moment.
geht. Ich habe zwar noch kein Mittagessen gegessen, weil ging nicht. Muss ich gucken, wie ich es nachher mache, ob ich nachher irgendwas esse oder so. Wann. Weil wenn ich so... Wenn es zum Glück habe ich gehungert. Ich habe es gerade ein bisschen genascht. Und das soll jetzt mein Mittagessen sein. Nein, nicht wirklich, aber das ist zumindest ein bisschen was gegen Knurren im Magen für unterwegs getan habe. Und werde jetzt tatsächlich wieder rausgehen. Ich hätte überlegt, meine Runde abzukürzen, aber das muss ich überlegen, wenn ich dann da bin an der Stelle, wo ich abkürzen will. Wenn ich keine Kopfschmerzen habe, laufe ich dann normal die Runde zu Ende. Und höre ein neues Hörbuch. Ich habe nämlich das Labyrinth des Fauns vorhin beendet. Und werde jetzt... Wo ist es? Da. Ein neues Hörbuch anfangen. Und zwar Schwarzes Netz von Val McDermid. Das ist mein zweites Buch von ihr, oder mein drittes. Ich glaube eigentlich mein drittes, aber das andere war so ein komischer Kram, so eine Kursgeschichte, die ich auch schon lange nicht aussortiert habe. Aber ich hatte ja schon mal einen Krimi von ihr gelesen, oder war es auch ein Thriller? Sekunde. Ich gucke. Ups, also, da steht nichts drauf. Roman, wahrscheinlich Krimi. Das Buch hatte ich ja schon von ihr gelesen. Ich habe sogar was markiert. Was habe ich denn da markiert? Ich bin irritiert. Das sind so eine Zeitungsausschnitte und so ein Kram. Das habe ich da markiert anscheinend. Nee, doch nicht. Wie? Hört sich die anders aussieht als normalerweise. Und keine Ahnung, frag mich nicht, warum ich das markiert habe. Jedenfalls fand ich das ja sehr, sehr gut und bin deswegen sehr gespannt auf das hier. Ich glaube, es ist ein Band einer Reihe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Lass mich kurz gucken. Das müsste bei BookBeat ja auch drin sein. Das müsste bei BookBeat ja auch drin stehen. Ja, Teil 9 der Carol Jordan und Tony Hill Reihe. Ich habe nur das eine von ihr, glaube ich. Und Thriller kann man ja im Prinzip einzeln lesen, von daher. Gehörte das dazu? Ich glaube nicht, oder? Ich schreibe mal, gucken, ob es auch zugehörte. Ja, bin ich sehr gespannt und freue mich drauf, das jetzt gleich zu hören. Toll. DPD kommt nicht zu mir. DPD bringt es in den Shop. Ich mir denke, so, bist du bescheuert oder was? Ich bin doch zu Hause. Und wie kann ich es ohne Karte wieder abholen? Gar nicht oder was? Oh Mann. Da war ich noch nie drin. Daniel hat immer nur Sachen gehabt, die er da abholen musste. Ich hatte noch nie was. Oh, ey, was? Ist doch nicht euer Ernst. Der war nicht mal hier. Oh, sowas hasse ich wirklich. Dieser blöden Postboten immer. Oh, was soll denn das? Da warte ich hier die ganze Zeit. Sinne bei anderen, dass das Buch eigentlich angekommen ist und ich denke, ja, ich hab's auch nicht in der Hand. Und nein, hab ich nicht. Mann, voll gemein. Richtig, richtig fies. Das heißt, ich muss da morgen hinlatschen. Mist. Das klingelt, ich dachte, mein Buch kommt vielleicht doch, aber es war nur DHL. Und ich habe mir gerade meine Spätzlepfanne gemacht. Ich habe nicht mitgefilmt. Ich war zu faul dazu. Deswegen erzähle ich euch jetzt mal kurz, was ich da alles so reinhaue. Also, ihr braucht einmal diese fertigen Eierspätzle, die man so, die quasi schon nur noch aufgewärmt werden müssen. Die bereitet ihr an. Dann bratet ihr dazu noch Zucchini an. Und im Originalrezept wären dann noch Tomaten drin. Die habe ich mir erstmal gemacht, aber dann weggelassen, weil ich weiche Tomaten nicht mag. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, ich könnte auch Paprika reinmachen, aber auch die mache ich erst ganz am Schluss rein, weil ich auch welche Paprika nicht mag. Aber so kurz angewärmt ist schon supi. Genau, also Nudeln und Zucchini anbraten. Ich schnibbel auch mal alles vorher und mache mir die Soße auch schon vorher, damit ich alles außer heute, habe ich völlig verpeilt, die Soße zu machen.
irgendwie, keine Ahnung. Die Soße besteht aus einem 250 ml Kochsahne und einem Schwupp Wasser, italienischen Kräutern, also es gibt ja diese fertigen italienischen Kräuter. Eigentlich wäre immer alles einzeln gewesen. Ich bin da irgendwann umgesprungen, weil es ja alles zusammen. Warum soll ich drei Töpfchen haben, wenn ich ein Töpfchen haben kann? Salz und ein Teelöffel, ich wollte gerade einen Esslöffel sagen, ein Teelöffel Gemüsebrühe, das zerquirlt ihr. Nach dem Anbraten schüttet ihr es drüber, lasst es mal durchköcheln und je nachdem, ob ihr die Paprika schon reingemacht habt, seid ihr dann schon fertig. Oder macht die Paprika dann noch rein, lasst es mal ein bisschen aufwärmen, die 5 Minuten und dann ist Essen fertig. Mehr ist es nicht. Das ist Kochen easy peasy, das kann sogar ich. Genau, das ist meine Speisepfanne. Es hat ein bisschen abgeändert vom Originalrezept, aber vom Geschmack her trotzdem noch identisch und sehr, sehr lecker. Das heißt, mir das schmecken, gucke ich im Video und bin glücklich. Okay. Okay, ich habe gerade den Instagram-Post gemacht mit dem Cover von Itabo. Ab sofort verbestellbar. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass passiert, dass wieder nichts passiert, nämlich. Ich erwarte ja überhaupt nichts Großes. Ich habe einfach nur Angst, dass nichts passiert. Das ist so meine große Befürchtung. Dass einfach keiner mehr lesen will. Also, keiner stimmt nicht, weil ich weiß, einige warten drauf. Aber ich habe trotzdem ein bisschen Bammel. Deswegen werde ich mich ganz hier zurückziehen, das Handy hier lassen und erst später wieder raufgucken. Das ist der Plan.